Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Watch Dogs von den APK Game Bros. Mit mir, dem Alex, natürlich wieder. Ja, und ich würde mal sagen, wir gehen mal auf Select und gucken mal weiter, wo unsere Mission weitergeht. Denn darauf habe ich gerade Bock, ein bisschen hier weiterzumachen. In der Kampagne. Wir werden uns hier irgendein Auto schnappen und dann ab geht's, Leute. Hoffen wir nicht, dass dann irgendwas... Ich hoffe dann nicht, dass uns wieder dass der scheiß Wichser wieder die Bullen ruft. Doch, er ruft die Bullen. Geil, jetzt haben wir wieder so einen scheiß CTOS-Scanner am Arsch. Geil, auch wie die Hilfe die Polizei. Die wissen direkt, was damit gemeint ist. Deine Mutter ist initiiert. So, jetzt muss ich wieder dem scheiß CTOS-Scanner auch entkommen. Ist natürlich richtig geil, Leute. Da kommt schon von der Seite der nächste Punkt. Sollte ich jetzt crashen, haben die natürlich ein einfaches, den scheiß Scan durchzuführen. Oh, was für ein Glück, habe ich direkt verkackt. Haben die es direkt verkackt, der ja, richtig geil. Ansonsten hätte ich jetzt noch weiter Stress gehabt, da vor denen zu entkommen, hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Und so kann ich hier ganz gechillt den von hinten drauf fahren und kann dann ab jetzt zu meinem nächsten Missionsziel kommen. Yo, Leute. Boah, wann kommt die Folge jetzt raus? Wir haben Donnerstag haben wir, genau. Und ja, ich nehme mal gechillt noch eine Folge auf. Wir haben gerade 1 Uhr nachts. Nehme ich mal gechillt noch eine Folge auf. Und dann geht's auch ins Bettchen, ne? So. Ich schaue mal morgen wieder mal früh raus, wo es hier ist. Natürlich auch mal wieder was man wieder ein bisschen kann, ne? Morgen muss man zur Abwechslung mal wieder früh raus. Und deswegen machen wir jetzt noch eine Folge. Freitag muss ich dann nicht raus, kann schön auspennen. Und ja, da will ich dann wahrscheinlich morgen Abend nochmal dann ein paar mehr Folgen aufnehmen direkt. Und wir fahren gerade komplett falsch und machen Scheiße, aber naja, egal. Die Musik ist auf jeden Fall geil, die gerade läuft. Die ist richtig fresh. Können die scheiß Autos mir mal aufhören, auf den Sack zu gehen, ey? Wir müssen dich crashen, weil wir scheiße sind, Mami. Beziehungsweise ich bin eigentlich scheiße, aber egal. Anderes Thema. Wir sind nämlich hier gleich da und dann brauchen wir kein Thema, denn dann geht's weiter mit der Mission. Wenn wir jetzt nicht noch 5000 Leute abräumen hier, was natürlich auch passieren könnte. Ach, nervt mich nicht. So, aussteigen. Cool. So, wir werden jetzt mal hingehen. Okay. Sehr schön. Akt 1 in Schale geworfen. Kalen Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Looms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Loom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Halt! Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Los! Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen. Pierce. Aiden. Never again. Smith! Okay, der hat sich da so reingehackt, dass er unter einem anderen Namen drin ist. Jetzt müssen wir uns wieder raushacken, geil. Umsehen. Okay. Da gibt es nämlich Stress. Können wir irgendwo eine Kamera hacken? Wäre extrem wichtig so für uns. Okay, hier sind zwei Leute. Besitzt eine versteckte Kamera. Ja, komm. Ab gehen wir mal auf den erstmal. Und wir sind da irgendwo. Und da können wir die Türen entriegeln lassen. Okay. Leider können wir hier uns nicht frei bewegen gerade. Das ist etwas scheiße. Wir müssen quasi darauf... Okay, wir gehen mal zu dem Typen da vorne. Da ist eine Stative-Kamera auch gewesen. Komm, ja, ab geht's zu der Camp
Das war immer noch keine stative Kamera. Wollt ihr mich verarschen? Okay, hier geht der Stromweg entlang. Ja, lauf mal ein bisschen dahin, bitte. Das wäre ganz geil. Wenn er mich jetzt dahin führt, wo ich hin will, dann wäre es cool. Aber no, Sir, führt er mich leider nicht. Okay, das ist da unten. Kann ich das hacken noch? Nee. Dann muss ich irgendwie erst nochmal in eine andere Kamera kommen oder so. Jetzt läuft der Wichser wieder zurück, ey. Okay, die Kamera ist gut. Die Kamera ist sehr gut. Ja, komm, komm. Hallo. Warum kann ich das nicht deaktivieren? Da oben muss ich irgendwas hacken. Okay, ich hab gedacht, das hier wäre eine Stromzufuhr. Das wäre wichtig, aber no, Sir, wir müssen irgendwie da oben hin. Okay, der ist nur am Rumstehen, der Lutscher. Macht seinen Job auch sehr sorgfältig, muss ich ernsthaft sagen. Gehen wir mal auf die Kamera. Da waren wir gerade. Scheiße, das war sinnlos. Wir gehen wieder hier hin und wir gehen dann wieder zu der Kamera. Und schon sind wir da, oder? Nee, sind wir nicht. Wir müssen ein Erdgeschoss tiefer. Läuft bei uns, würde ich mal sagen. Systemschlüssel, Herstellungskomponente für Einmalhacks. Läuft bei uns. Aber ich kann den halt hier nicht steuern, weil es quasi so eine fucking Scheißkamera ist. Nein, es interessiert mich nicht, was du da zu tun hast. Ich würde gerne in irgendeine Kamera gehen. Danke. Ich habe eine Waffe freigeschaltet. Ach, der chillt da einfach, okay. Aber, oh, das ist anscheinend eine Kamera, wo ich nicht direkt wenden kann. Aber ich kann doch nicht einfach jetzt rausgehen und in meinen Knast zurück, ey. Das funktioniert gerade nicht. Das ist wirklich eine tricky Sache, hier aus dem Knast zu kommen. Gehen wir mal auf die Kamera wieder. Müssen irgendwie hier unten hin auf irgendeinen dieser Leute. Da unten ist doch jemand. Okay. Ja, lauf mal dahin. Das gefällt mir ganz gut, wenn du dahin läufst. Sehr geil. Und hacken. John, ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein, wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, krieg ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan und melde mich dann. Komm, ey, wie kann der uns hier sehen? Unmöglich. Okay. War auch unmöglich. Ich würde ihn gerne einfach erschlagen von hinten. Also wir müssen dahinter, ne? Aber wir müssen auch eh dahinter. Okay, kann ich irgendwie... Einfach nur, ich will ja jetzt hier nicht in Massen aufregen. Das ist ein Knast, weißt du, wie viele Leute hier sind, wie viel Wert da und sowas. Die haben alle Schrotflinten und so. Ich habe außer meiner Pistole nichts. Also muss ich das, ich kann auch nicht Zweikampf machen, oder? Wie kann ich an dem vorbei? Das ist jetzt halt die Frage, ne? Wenn ich jetzt hier eine Pistole habe. Aber ich habe nur Munition dafür, das ist laut. Und laut ist ja total scheiße. Ey, kann doch nicht sein, Mann. Habt ihr noch gechillt von hinten erschlagen, Mann? Wie soll ich denn sonst an dem vorbeikommen? Außer den zu erschlagen. Gibt's da irgendwie, wie soll es da noch eine andere Möglichkeit geben? Also, ich meine, das ist ja schon die sneakeste Art und Weise. Indem ich so von hinten an ihn ranschleiche und ihn dann drangsaliere. Spüren Sie den Überlebenden auf. Ja, das ist ja mein eigentliches Ziel hier auch. Ah, scheiße. Also wir dürfen auch gar nicht entdeckt werden oder sowas. Auch wenn wir jetzt hier anfangen würden zu schießen, wird es wahrscheinlich auf Serbi hinausgehen. Also müssen wir schön gechillt und gesneakt das Ganze hier vorgehen. Ist ja auch nicht mal falsch. Sache ist nur, wenn ich den nicht mehr erschlagen darf, wie soll ich das hinkriegen? Ich meine, wenn ich den erschlagen dürfte, dann ist es ja in Ordnung. Also wenn ich die so von hinten ein bisschen rapen dürfte.
Ja, das war jetzt eh scheiße. Okay. Boah, Alter, wie wir gerade noch so unseren Arsch da gerettet haben raus. Okay. Alter, was hat der für eine Frisur, der Lutscher? Ah, hab's doch hingekriegt, aber ich bin an dem vorbeigelaufen, das war einfach nur sinnlos. Aber das Problem ist dabei, wenn ich mich dem von hinten anschleiche, kriegt es trotzdem irgendein anderer Wärter auf der anderen Seite mit und geht mir auf den Sack. Also wie muss ich das machen, dass ich warte jetzt mal, wenn der da vorne ist und werde ihn direkt hier vorne schon slayen. Mal gucken, ob das was bringt. Finde auch geil, dass die Gefangenen hier überhaupt keinen Stress machen. Warum kann ich einfach alle Zellen aufmachen? Dann ist Massenchaos und ich kann fliehen. Geil, wie jeder bei jedem Try der Wärter anders aussieht. Geil. Aber immer die gleiche Laufrichtung. Sieg da lang. Wie soll ich denn sonst machen? Kann mir das mal jemand sagen? Wie soll ich sonst machen? Ey, ohne Scheiß, ich hab den jetzt schon von hinten. Oder wenn der da steht, muss ich mich ganz vorbei laufen. Das wäre die nächste Möglichkeit. Die testen wir jetzt auch mal gerade. Wenn das jetzt auch nicht funktioniert, dann habe ich keine Ahnung mehr. Ich warte jetzt, bis der da quasi so schön aus dem Dings guckt. Ja, komm her, gelaufen. Komm her, gelaufen. Komm. Lauf deine Runde. Okay, komm. Oh, Alter, wir haben es geschafft. Okay, was müssen wir machen? Erstmal hier die Sachen mitnehmen. Und, was machen wir dann als nächstes? Alter, okay. Was müssen wir jetzt machen? Wir sind hier in diesem scheiß Büro. Und hier ist auch das Ziel eingezeichnet. Was müssen wir jetzt machen? Kamera? Ja, wow. Was ist mit der Kamera? Da habe ich vorhin drum gehackt. Das, was wir suchen, ist der Laptop da oben, oder was? Der so scheiß behindert blinkt. So. Der läuft da immer noch so rum. Warten wir mal, bis der sich wieder umdreht. Und dann gehen wir einfach runter. Weil das. Ach, genau, der Pfeil zeigt doch auch an, dass wir runter müssen. Okay, wir müssen runter. Okay, wir müssen hier rein. Intrigeln. Das war jetzt wahrscheinlich nicht so schlau erstmal. Okay, wir müssen dahin. Warum laufe ich weiter, als ich muss? Okay. Ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Okay, ich muss da hinten hin. Okay, entriegelt haben wir es schon mal. Sache ist nur, wie kommen wir da jetzt hin? Ohne gefickt zu werden. Das ist die Sache. Okay. Deckung können wir immer mal suchen wieder, ja. Okay, wir müssen da hinten hin, ohne dass der uns sieht.
Okay, gechillt. Junge, hau ab. Dreh dich um, bitte. Bitte dreh dich um, du Lutscher. Du kommst nicht zu mir, sondern du drehst dich jetzt um und läufst in die Richtung von dem Innenhof. Und nimmst deine scheiß schwule Schrotze weg. Okay. Puh. Okay, wir sind hier. Gechillt. Was müssen wir machen? Wir müssen hier irgendwas hacken. 18 Meter entfernt. Das heißt, wir hacken uns in die Kameras hier rein wieder mal. Zack. Gehen einmal in dich. Wie geil hier einfach jeder eine fucking Kamera hat bei denen. Okay, hier kommt keiner hin. Das ist eine Stelle, wo keiner hinkommt. Okay. Sache ist, ich muss da in 18 Metern was hacken. Wie mache ich das? Achso, das ist die Tür hier. Okay. Wenn ich muss den Moment abwarten, glaube ich, wenn der mit dem anderen spricht, um von dem seiner Kamera auf die Kamera von dem anderen, der da hinten rumläuft, zu wechseln. Das heißt, ich muss jetzt wieder diesen Moment abwarten, wenn der eine, der da hinten rumläuft, hierher kommt. Oder wie sieht's aus? Ja, am besten schon, ne? Okay, er kommt. Da hinten, oder? Bitte? Ja, kommt, unterhaltet euch wieder so angeregt, toll. Okay, bam, Junge, du bist mir. So, jetzt ist nur die Frage, wo wir... Ja, der sieht immer noch so... entriegeln. Geil. Tür ist auf. Jetzt müssen wir nur irgendwie geschickt vorbeikommen. Und hier laufen mir ein bisschen zu viel Bullen rum dafür, dass ich es richtig geschickt machen kann. Alter, ist das behindert hier. Puh. Alter. Ach, wir müssen hier zu dem, oder was? Wo müssen wir lang? Das ist jetzt die Frage. Ach, hier zu den Aufzügen. Wohin müssen wir? Das ist jetzt die Frage. Ha! Scheiße. Der Wichser hat uns gesehen, als ich rübergejumpt bin. Ah, man muss von zwei Bullen gleichzeitig die Laufwege im Blick haben. Alter, ist das schwer. Jetzt mal gucken, wie weit wir jetzt wieder zurückgesetzt werden hier. Hoffentlich nicht allzu weit. Okay, wir werden hierhin wieder zurückgesetzt. Die Tür müssen wir wieder entriegeln. Okay, das geht wirklich noch. Scheiße. Ja, komm, jetzt lauf wieder in dein Büro zurück, du Lutscher. Sache ist auch, ich weiß noch nicht genau, ich muss hier das Ding hacken, ne? Ah, ich muss da was hacken? Ich bin dumm. Da kann ich nur die Tür entriegeln. Ich hätte auch was hacken müssen, okay. Hätte ich auch per Kamera machen können. Okay, wunderbar. Alter, okay. Zeitdruck überhaupt nicht gegeben. Wie muss ich denn das machen? Ich muss wo rauskommen? Alter. Von oben muss auch noch ein Signal kommen, das ist ja geil. Heißt, ich muss das hier so gedreht haben, dass in alle drei Richtungen mehr oder weniger... Okay, heißt, es muss erst nach oben ein Signal kommen, dann kann ich hier nämlich was rumdrehen. Was ist, wenn ich hier dann... Dann ist das Signal wieder weg. Geil. Ach, es ist gerade so geil. Ironie. Okay, ach, ich kann hier das Schloss aufmachen, in dem von da und von da und von da. Jo, läuft, würde ich mal sagen. Es muss von allen drei Seiten hier Energie fließen. Wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn das funktionieren, dass hier von allen drei Seiten muss hier Energie fließen? Das heißt, es muss einmal so laufen. Dann muss aber von hier oben auch noch Energie kommen, Alter. Das ist... Alter, wie geht denn das? Junge. Okay, wahrscheinlich erstmal so. Dann nehme ich irgendwie
wird die Scheiße so... So wird sie immer nur weitergeleitet. Das ist scheiße. Ach komm, irgendwie muss die Scheiße doch gehen. Hier oben muss es irgendwie einmal eine Möglichkeit geben, wie man das machen kann. Ja, durch das wieder zum Ausgangszustand machen kann ich wenigstens ein... Dass ich die Energie irgendwie hier drin war. Ich kapiere dieses Rätsel gerade nicht. Ich muss, dass der Strom weiterleitet hier durch alle drei Richtungen. Aber wie soll ich das machen? Das Ding hier kann keine alle drei Richtungen. Und ich muss aber hier hin. Das bringt mir alles nichts. Es muss der Strom in alle drei Richtungen fließen. Jetzt fehlt es nämlich hier unten wieder. Das ist doch hammergeil. Warum fehlt es denn hier unten wieder? Also, warum ist mir schon irgendwie klar, aber... Ich muss das irgendwie hier so ein bisschen anders machen. Ich meine, der Strom fließt hier so gechillt durch, weißt du? Das Problem ist nur, muss irgendwie zurücklaufen, der Strom. Ja, zurücklaufen ist auch scheiße. Muss irgendwie hier so durch. Ich kapiere gerade dieses... Ah, komm, wir müssen erstmal hier ein bisschen... So, uns wieder die Zeit verschaffen. Heißt, wir müssen es... Ja, dieses Rätsel kapiere ich gerade null. Gut, dass ich das da oben... Mal kurz. Es muss hier hingehen. Okay, wollte mich gerade nochmal ganz genau umschauen. Nee. Ich bin so dumm. Der Strom muss erstmal so. Boah, Alter. War so easy und ich bin so dumm. Okay. Boah, Alter. Wie lange habe ich da rumgemacht? Ich habe gedacht die ganze Zeit, es müsste von allen drei Richtungen Strom kommen, aber dann kann es nicht funktionieren. Finden Sie den Stadion-Überlebenden. Geil. Muss ich hier irgendeinen finden, ne? Läuft bei mir. Ja, komm, hier. Ich kann die ganzen scheiß Bullen hier ja, komm. Ohne Scheiß, jetzt muss ich hier den einen Typen finden. Alter, wen kriege ich hier? Oh, ich bin schon wieder bei 22 Minuten. Das dauert wirklich lange hier. Aber wie kriege ich den einen raus, den ich suche? Ich meine, ich muss ja hier nur so drüber halten, oder? Oder muss ich auch wirklich auf die Namen achten? Oder wird dann hier dieses... Ich achte einfach mal drauf, selbst auf die Namen. Weil ich bin mir ja nicht so sicher, ob das Spiel dann immer so... Normalerweise wird es dann immer rot angezeigt. Kann doch nicht sein, das muss ja irgendwo hier sein, der Lutscher. Hallo. Ach, der da rumchillt. Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Ja, das ist jetzt die Frage.